Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von unserem MV1, das Magazin. Heute begrüße ich Sie aus Bad Klein. Bad Klein hat 3.800 Einwohner, liegt direkt am Schweriner See. Den Ort wollen wir Ihnen heute etwas näher vorstellen und haben uns natürlich auch mit dem Bürgermeister Hans Kreher verabredet. Doch bevor wir einsteigen, hier die Themen unserer Sendung. Justizministerin Uta Maria Kuder besucht jugendliche Straftäter und Wollschweine. Linken-Fraktionsvorsitzender Gregor Gysi besucht das Volkstheater. Das Stadtmarketing Schwerin sucht neue Ideen. Und im Blickpunkt sehen Sie, was sonst noch im Land gesucht oder besucht wird. Ein wichtiger Standortfaktor für Bad Klein ist auf alle Fälle der Schweriner See. Hier tut sich eine Menge auch im touristischen Bereich, doch dazu später in der Sendung. Doch was den Ort, was das Dorf hat wachsen lassen, war eigentlich ein Bahnhof, der eigentlich für einen so kleinen Ort wie Bad Klein etwas überdimensioniert ist. Das liegt aber daran, dass sich hier in Bad Klein zwei wichtige Bahnstrecken kreuzen. Nun zu unserem nächsten Beitrag. Die Jugendanstalt in Neustrelitz war jüngst wegen einem Selbstmord in den Schlagzeilen. Seit Jahren geht man hier ganz neue Wege. Was Wollschweine damit zu tun haben, das sehen Sie im nächsten Beitrag. Wollschweine sind ab sofort feste Mitbewohner in der Jugendanstalt Neustrelitz. Die Justizministerin des Landes, Uta Maria Kuder, ist eingeladen, um die Schweinezucht zu besichtigen. Die eigene Farm ist ein wichtiger Bestandteil des Resozialisierungskonzeptes. Das friedliche Miteinander von Mensch und Tier hinter Gittern ergänzt zahlreiche weitere Angebote wie Berufsausbildung und Training sozialer Kompetenzen. 190 Inhaftierte verbüßen hier ihre Strafe. Einer von ihnen ist der 20-jährige Paul. Er war schon einmal hier in Untersuchungshaft. Diesmal aber wurde es ernst. 2 Jahre und 4 Monate. Ja, am Anfang an war man was stolz. Ja, nee, man kriegt halt Respekt, dies, das, wenn man wieder rauskommt. Aber ich bin jetzt zum zweiten Mal hier und irgendwann, also weiß ich nicht. Man lebt sich ein, sag ich mal. Ne? Man kommt hier mit, also beim zweiten Mal bin ich eingefahren mit einem Gefühl, oh, ich kannte hier alle. War alles ganz entspannt eigentlich so. Also nichts Schlimmes, gar nichts Böses. So. Manche Leute denken, oh, das haben wir schlimm und so, aber für mich ist das eigentlich gar nicht schlimm. Körperverletzung, räuberische Erpressung und Raub werden Paul zur Last gelegt. Uta Maria Kuder wurde auch oft mit den Forderungen der Öffentlichkeit konfrontiert, junge Intensivstraftäter für viel längere Zeit einzusperren. Die Strafmaße, die das Gesetz vorsieht, sind ja immer eine Spannbreite. Und das entscheidet der Richter vor Ort, geht er in den oberen Bereich oder bleibt er im unteren Bereich. Und das kann er individuell gestalten und das hängt auch von Einzelfragen auch immer wieder ab. Ja, hätte ich für meine Tat doppelt oder dreimal so viel bekommen, hat, glaube ich, echt trotzdem getan, was ich getan habe. So. Das lässt sich hier total leben, also vor allem hier in Neustrelitz. Das ist wie so eine Jugendherberge, sag ich mal. Das sagt jeder. Knast ist nichts Schlimmes für mich. So. Einzelhafträume sind Pflicht. Insgesamt sind es 300 in Neustrelitz. Etwa ein Drittel davon bleibt durchgehend leer. Dies liege allein am demografischen Wandel im Lande, gibt der Anstaltsleiter Bernd Egger zu. Sonst wird der bundesweite Trend auch in MV eingehalten. Wir messen eine sogenannte Wiederkehrerquote intern in der Jugendanstalt. Das heißt, die liegt zurzeit bei 30%, zwischen 25% und 30%. Das sind aber nur diejenigen, die hier inhaftiert waren und als Jugendliche erneut zu Jugendstrafe verurteilt worden sind und wieder einkehren. Da sind diejenigen nicht mit erfasst, die ja zum Beispiel als Erwachsene eine Straftat begangen haben und verurteilt worden oder die in anderen Bundesländern eingefahren sind. Resozialisierung hinter Gittern soll für die Jugendstraftäter eine Rückkehr zu den normalen sozialen Verhältnissen ermöglichen. Tierpfleger, Gärtner, Koch oder Maler kann man in der JA Neustrelitz lernen. Ein Schulabschluss kann auch nachgeholt werden. Psychologen und Sozialarbeiter sind im Dauereinsatz. Das soll fruchten, zumindest im Rahmen des Möglichen. Wenn Inhaftierte das Angebot der Einrichtung in der Zeit, in der sie hier untergebracht sind, was für sich zu tun, sprich eine
Qualifizierungsmaßnahme zu Beginn, ob nun beruflich oder schulisch, an den strafrechtlich relevanten Persönlichkeitsdefiziten zu arbeiten, soziales Kompetenztraining, Antigewalttraining, dann bewegen wir uns also auch in einem Rückfallbereich von 30 vom 100. Also das ist schon interessant. Wer allerdings hier seine Zeit nur absitzt, da sind wir dann also bei Rückfallquoten schon zwischen 60% und 80%. Fast jeder dritte Inhaftierte wird also nach Neustrelitz zurückkehren. Auch Paul macht sich Gedanken über seine Zukunft. Ja, man versucht halt nicht hier zu landen, indem man versucht, nicht erwischt zu werden. Aber ich gebe mein Bestes, sag ich mal. Ich versuche es halt nicht, hier wieder herzukommen. Ja. Ja, klar könnte man. Man könnte sich abgrenzen von den ganzen Leuten. Man könnte auch einfach in eine andere Stadt ziehen oder so, wo man eigentlich so gut wie keinen kennt. Aber das will ich auch gar nicht erst, weil man hat sich an die Leute gewöhnt. Man kennt die Leute jahrelang und so. Ja. Ich weiß nicht, ich würde alles wieder so machen, wie ich es damals auch gemacht habe, glaube ich. Der Aufenthalt eines Insassen in der Jugendhaftanstalt Neustrelitz kostet den Steuerzahler 100 Euro täglich. Für die gesamte Anstalt sind es 10 Millionen Euro pro Jahr. Gut angelegtes Geld, selbst wenn die Maßnahmen zur Resozialisierung nicht bei jedem Jugendlichen fruchten. MV1. Mein Land. Mein Sender. Wenn ein Ort am Wasser liegt, dann sind Fische oftmals nicht weit. Und die haben hier in der Region nicht nur Fische im Angebot, sondern sogar auch eine Theaterkompanie. Wie man mir versicherte, geht das zurück auf den ältesten Fischer des Landes, der hier in Hohenficheln lebt. Am 9. August führt die Theaterkompanie in Hohenficheln sogar ein Sommer-Open-Air auf. Doch dazu wird Ihnen der Bürgermeister nachher noch mehr erzählen. Um Theater geht es auch im nächsten Beitrag. Langsam kommt der Wahlkampf auf Tour nach einer Sommerpause. Linken-Fraktionschef im Bundestag Gregor Gysi hat es sich nicht nehmen lassen, auch im Volkstheater Rostock vorbeizuschauen. Und was er dort zu sehen bekam, das verrät ihn der nächste Beitrag. Gregor Gysi auf Wahlkampftour. Für einen Tag weilte der Chef der linken Fraktion aus dem Bundestag in Rostock. Nach dem Darwineum und einem Skattunier im Verein Charisma besuchte der Spitzenkandidat das Volkstheater. Stefan Rosinski, der kaufmännische Geschäftsführer des Hauses, kann diese Aufmerksamkeit immer gut gebrauchen, nicht nur im Wahlkampf. Uns geht es aber in erster Linie nur darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die Situation, in der wir sind. Und das ist ja auch allgemein bekannt, dass es keine einfache ist. Und wir uns freuen darüber, jede Form von Solidarität und überhaupt erstmal den Willen verstehen zu wollen, wie die Situation ist. Denn sie ist nicht einfach, sie ist kompliziert. Das macht auch den Transport, den medialen Transport nicht einfach. Und Herr Gysi, habe ich mir immer wieder sagen lassen, ist ein Meister der kurzen Botschaft, der kurzen, aber effektiven Botschaft. Also ging der Tross auf eine kleine Tour durch das Haus. Nach dem Blick von der Bühne in den Saal durfte Gregor Gysi die gut gepflegte, aber sehr altertümliche Bühnentechnik bewundern. Und auch die Magazine neben dem Bühnenraum nötigten dem Gast bewundernde Blicke ab. Weniger für die historische Bausubstanz als vielmehr für die Ensemblemitglieder, die unter diesen Bedingungen Theater machen. Ja, also es gibt schönere Theater. Das will ich mal sagen. Das ist ja, wissen Sie, immer eine Planung gewesen. Es wurde immer wieder ein Theater geplant und dann wurde nur das so ein bisschen saniert, was vorhanden war. Und so sieht das jetzt auch aus. Es ist so, mehrere Zeiten spiegeln sich wieder. Aber es hat eben keiner wirklich den Mumm gefunden. Einmal hat es in der DDR eine Sanierung gegeben, das kann man ja auch sehen. Aber jetzt hat keiner den Mumm gefunden, einfach zusammen. Man muss mal Geld in die Hand nehmen und daraus ein vernünftiges Theater machen. Wissen Sie, der letzte Zweck von Politik muss ein Mehr an Kultur sein. Und davon kann man leider auch in Mecklenburg-Vorpommern zurzeit nicht sprechen. Derzeit könnten auf das Volkstheater weitere Etatkürzungen zukommen. Wenn das Kooperationsmodell aus dem Kultusministerium tatsächlich beschlossen wird, kann das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin gerettet werden, indem am Volkstheater Rostock weiter der Rotstift kreist. Der Geldmangel ist allerdings nicht nur ein Problem zwischen Rostock und der Landeshauptstadt.
Überall besteht das Problem darin, dass das Grundgesetz regelt, dass die Kultur Ländersache ist oder Kommunalsache ist. Die Kommunen sind arm organisiert worden in den vergangenen Jahren, mit der Folge, dass die wiederum Kultur als Belastung empfinden, weil sie gar nicht wissen, wie sie das finanzieren sollen. Dann kommt noch hinzu, dass man unterscheidet zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Für die freiwilligen Aufgaben gibt es dann 6 oder 7% des Haushalts. Kultur gehört dazu, Jugendeinrichtungen gehören dazu, sogar bestimmte Kindereinrichtungen gehören dazu. Alles absurd, alles absurd. Wir sind eines der reichsten Länder auf der Erde und sind nicht in der Lage, so ein Theater zu finanzieren. Erklären Sie das mal jemandem. Für jemanden, der in der Opposition ist, bietet sich die Kritik gerade am leeren Topf der Kulturförderung natürlich an. Doch auf dem Dach eines Hauses, das als Provisorium seit 70 Jahren überlebt und schon einige visionäre Neubaupläne gesehen hat, entwickelt Gregor Gysi das Konzept der Steuergerechtigkeit, um mehr Geld in die öffentlichen Haushalte zu bekommen, auch für Kultur. Also wenn unser Steuerkonzept durchkäme, würden Menschen, die bis zu 80.000 Euro im Jahr verdienen, weniger bezahlen, deutlich weniger als heute. Allerdings die, die mehr verdienen, die müssten dann auch mehr bezahlen. Der Blick hinter die Kulissen des Volkstheaters hat Gregor Gysi nur wenig Publikum gebracht, dafür aber jede Menge Exponate historischer Theatertechnik und einige Erkenntnisse zur Kulturfinanzierung in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sehen uns zur Bundestagswahl am 22. September. Medienservice MV. Imagefilme, Werbespots, 3D-Animationen, Fernsehbeiträge, Magazine und Moderationen und vieles mehr. Alles rund um bewegte Bilder. Bewegung in der Mecklenburgischen Seenplatte. Mehr Informationen unter medienservice-mv.de. Ihr Medienpartner im Norden. Strand lockt und Sie hören das Meer schon fast rauschen? So kurz vor dem Ziel soll Ihnen natürlich nicht noch zähflüssiger Verkehr die Urlaubslaune vermiesen. Kein Problem ist dies mit einem der modernsten Straßentunnel in Deutschland. Dem Warnow-Tunnel, Ihrer schnellen Verbindung in Rostock. Und der Warnow-Tunnel verbindet nicht nur einfach die beiden Ufer der Warnow in der Hansestadt, sondern er bringt sie schnell, sicher, bequem und günstig an die Ostseeküste und nach Warnemünde. Fahren statt warten also für alle Urlauber, aber auch für alle von hier. Sparen Sie also Zeit für die wirklich schönen Momente des Urlaubs. Und der Umwelt tun Sie dabei auch noch etwas Gutes. Der Warnow-Tunnel, die Abkürzung in Rostock. Beraubend. Faszinierend. Unvergesslich. Körperwelten, eine Herzenssache. Gehen Sie auf eine spannende Reise durch Ihren Körper. Vom 14. Juni bis zum 1. September in der Hanse-Messe Rostock. Meine Mama nennt dich die Fee. Ach, das ist aber nett. Meine Mama sagt, dass du die Nuttenfee bist. Die One-Woman-Show über die männliche Untreue und weibliche Illusion nach dem Comic von Florence Sittag. Der um seine Attraktivität ringende Mann verlässt das angetraute Weib, um sich für eine junge, schöne Fee in einen Märchenprinzen zu verwandeln. Zurück bleibt die verlassene Ehefrau, die die neu gewonnene Freiheit in all ihren Höhen und Tiefen durchlebt. Meine Mama sagt, dass ich mich
Der Tourismus am Schweriner See ist eher noch ein Geheimtipp. Noch fehlt es der Region an einem einheitlichen Auftritt, wie zum Beispiel der Müritz oder der Feldberger Seenplatte. Und um Tourismusmarketing geht es auch im nächsten Beitrag. Ostseeküste Seenplatte, die Urlaubssaison in diesem Supersommer ist in vollem Gang. Und die Landeshauptstadt hat weniger Dauerurlauber als erwartet, mehr Tagesausflügler. Das ist eine unbefriedigende Situation. Deshalb sucht man in der Stadt nach neuen Konzepten und begibt sich natürlich auch auf Werbetour dorthin, wo die meisten Touristen sind. Sommer, Sonne, Strand. Top-Saison in Warnemünde. Etwas abseits des entspannten Strandlebens, eine kleine Promotertruppe auf Mission. Im Auftrag der Stadtmarketinggesellschaft Schwerin werben die Mädels für einen Kurzbesuch in der Landeshauptstadt. Sie werden meist nett angelächelt. Ein Erfolg. Es ist sehr viel Zuspruch. Es sind viele Leute, die Schwerin auch kennen, aber die gerade erst vor der Wende da waren und deswegen doch Interesse zeigen, mal wieder nach Schwerin zu kommen. Auch gerade viel Zuspruch nach der Buga. Also viele Leute, die erzählen, sie waren zur Bundesgartenschau in Schwerin und deshalb Schwerin auch in gute Erinnerung haben. Sommer, Sonne, Schloss. Die meisten Touristen verbringen in Schwerin nicht mehr als einen oder zwei Tage. Kaum jemand kommt auf die Idee, einen Urlaub hier zu buchen. Die Angebotspalette bleibt nach wie vor sehr überschaubar. Ebenso wie die Umsätze beim Gastgewerbe und bei der Stadtkasse. Dies führt zu Unmut. Die genauen Übernachtungszahlen kann ich nicht sagen. Die haben sich nach der Bundesgartenschau in den letzten Jahren recht stabil entwickelt, aber nicht sehr positiv. Nun kann man vieles auf den Winter und Langwinter und schieben. Und wir hatten tatsächlich in den vergangenen Jahren nicht immer das beste Sommerwetter. Sommer, Sonne, irgendwo in der Innenstadt. Zu einer neu angekündigten Führung im Rahmen des Schweriner Kultur- und Gartensommers kommen überraschend fast dreimal so viele Gäste wie erwartet. Ein klarer Erfolg, jedoch ohne Folgen für die Stadtkasse. Die Veranstaltung ist kostenlos. Mit Kunst und Kultur lässt sich sehr schlecht auf diesem also kommunikativen Gebiet Kunst Geld verdienen. Das ist also fast ausgeschlossen. Aber es ist natürlich so, dass, wie Sie sehen, also der Andrang richtig groß ist. Wir haben also mit 50, 60 Menschen gerechnet. Ich glaube, wir sind also fast 200. Sommer, später Abend, Open-Air-Bühne am Alten Garten. Die letzten Vorstellungen der Fledermaus sind komplett ausverkauft. Die Schlossfestspiele waren schon immer ein Erfolg. Trotzdem sind sie in letzter Zeit immer wieder in der Diskussion. Aus Kostengründen, wie es heißt. Wir haben auf jeden Fall ein hervorragendes künstlerisches Ergebnis gehabt. Wir haben das erste Mal eine der größten Operetten im europäischen Musikraum gespielt. Wir haben, kommen auf 32.000 Zuschauer, etwas über 32.000 Zuschauer. So, dass man eine richtig dicke, fette, schwarze Null schreiben kann. Die Küstentour der jungen Stadtmarketing-Truppe. Guter Ansatz, geringe Effizienz. Denn in der Top 100-Liste der deutschen Sehenswürdigkeiten, von der Deutschen Zentrale für Tourismus erstellt, belegt das Schweriner Schloss nur Platz 85. Da haben die Mädels noch genug zu tun. Oder wissen die Touristen doch mehr über Schwerin, als es der Platz 85 erwarten lässt? Schwerin ist die Hauptstadt von Mecklenburg. Also jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Na, nicht so sehr viel, weil wir typische Berliner, Westberliner sind. Also so sehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Schwerin, ja gut, oben eine Stadt an der Küste, an der Ostsee. Ja, und dass es Schwerin ein Schloss hat, das habe ich schon vorher gewusst, nicht jetzt erst. Und ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht so viel drüber. Die Sommergäste sind trotzdem da. Die mecklenburgischen Herzöge haben ihre Zuarbeit geleistet. Kultur und Architektur helfen der Stadt, Geld zu verdienen. Das könnte wohl ausgebaut werden, zum Beispiel durch die Kulturtaxe, wie in anderen Städten. Doch das Innenministerium des Landes stellt sich quer. Die Frage ist ja, ist die Satzung rechtskonform oder ist sie nicht rechtskonform? Und da hat es ja viele Urteile gegeben in der Bundesrepublik. Es haben viele Städte versucht. Das ist eine schwierige Rechtsmaterie. So, wir werden uns auf eine saubere Lösung fixieren. Und dann wird das Ganze sicher auch in ordentlichen Weg gehen. Das Kulturschlachtschiff des Landes, das Staatstheater Schwerin, droht aber schon wieder zu einer Titanic zu werden. Nach und nach werden immer weitere Modelle zur Umstrukturierung der krisengeschüttelten Theater- und Orchesterstrukturen im Lande entwickelt.
Im Moment geht es zum Beispiel darum, die erfolgreichen Schlossfestspiele in eine GmbH auszugliedern. Hinter der Idee höchstwahrscheinlich der blanke Aktionismus. Ach, da wird viel diskutiert im Augenblick drum. Ich verstehe so ganz den Anlass nicht, muss ich ehrlich sagen. Wenn man mal zurückdenkt bis in den Anfang der 2000er Jahre, 2001, 2002, 2003, haben wir immer mehr als schwarze Zahlen geschrieben bei den Schlossfestspielen. Schön wäre es, wenn man es darüber hinaus noch absichern könnte. Und daran basteln wir im Augenblick. Da werden Vorschläge gemacht, ob wir möglicherweise mal ein Dach über den alten Garten machen oder ob wir jemanden finden, der sagt, so eine schöne Traverse. Also muss man ja nicht jedes Jahr neu mieten. Die Mädels können wohl noch sehr lange für Schwerin werben, bis die Politik sich darauf einigt, wie und wann der Kulturerhalt im Lande endlich mit Zuversicht gewährleistet wird. Dann gibt es vielleicht etwas mehr in den blauen Tüten als nur schöne Aussichten. MV1. Mein Land. Mein Sender. Die SPD hatte am vergangenen Donnerstagvormittag in Rostock kurzfristig eine Kundgebung angemeldet. Auch eine spontane Gegendemonstration konnte noch kurzfristiger organisiert werden. Rund 300 Rostocker sorgten mit Trillerpfeifen, Megafonen und Sprechchören dafür, dass von der lauten und langen Rede des stellvertretenden Bundesvorsitzenden Udo Pasteurs nur noch Bruchstücke zu verstehen waren. Die rechtsextreme Demonstration wurde von einem Großaufgebot der Polizei abgesichert. Diese hielt Gegendemonstranten außerhalb der Wurfweite. Der tägliche Wochenmarkt musste an diesem Tag auf den Universitätsplatz umziehen. Nach anderthalb Stunden war der Auftritt der NPD vor einem leeren Platz beendet. Jetzt wird es schwierig für die Autofahrer in Güstrow. Mit der Bundesstraße 103 wird bis Ende nächsten Jahres eine wichtige Verkehrsader der Barberstadt von Grund auf erneuert. Bis voraussichtlich in den November 2014 hinein werden in diesem Bereich nicht nur neue Straßen entstehen, auch die Geh- und Radwege werden gemacht, samt der Regenwasserkanäle und aller Leitungen in diesem Bereich. Mehrere Ampelknoten werden zudem umgebaut, damit in Zukunft der Verkehr auf der grünen Welle zwischen der Goldberger Straße und dem Krankenhaus rollen kann. Das Bauvorhaben kostet rund 8 Millionen Euro, rund 6 Millionen davon kommen vom Bund, 2 Millionen Euro investieren die Stadtwerke und der städtische Abwasserbetrieb. Die Getreideernte in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen. Die Landwirte erwarten sehr gute Erträge. Von insgesamt 570.000 Hektar Wintergerste sind bereits etwa 121.000 Hektar abgeerntet. 70 Dezitonnen pro Hektar werden erwartet. Das wäre ein überdurchschnittliches Ergebnis. Zunächst jedoch bleibt noch viel zu tun. Raps, Weizen und Sommergerste stehen noch aus. Wetterkapriolen können das Ergebnis immer noch beeinflussen. Das Landwirtschaftsministerium steuert Agrarinvestitionen, Bodenpolitik und ökologischen Landbau. Landwirtschaftsminister Till Backhaus kennt die Herausforderungen, mit denen es die Landwirte in diesem Jahr zu tun haben. Na, wir haben ja auf der einen Seite ein sehr nasses und späten Frühling gehabt. Das heißt, die Frühjahrsbestellung, gerade auch für den Gemüsebereich, war nicht ganz einfach. Aber auch die Sommergetreidearten waren schwer in den Boden zu bekommen. Wir haben ja auch einen lang ausgedehnten Winter gehabt. Ja, wenn man sich überlegt, viele haben es vielleicht schon vergessen, wir hatten zu Ostern noch Schnee und Minustemperaturen. Da heißt es sonst eigentlich im Märzen, der Bauer die Rösslein anspannt. Das war gar nicht möglich. Insgesamt ist an manchen Orten durchaus eine Spitzenernte möglich. Nächste Woche besuchen wir einen Landwirt aus der Region und schauen, was sich hinter den großen Zahlen verbirgt. MV1. Mein Land. Mein Sender. Liebe Zuschauer, ein eigenes Museum hat Bad Klein noch nicht zu bieten, aber in der Region gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind. So gibt es hier ein Waldglasmuseum zum Beispiel oder natürlich bekannter noch das Agrarmuseum in
Dorf Mecklenburg. Wir haben uns in unserem Museumsführer natürlich auch wieder auf die Reise begeben. Wir waren für Sie unterwegs im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam, im Barlach-Museum in Güstrow und im Rostocker Schifffahrtsmuseum. Kommen Sie mit. Karl Wilhelm Otto Lilienthal hatte einen Traum, sich mit einem Flugzeug von der Erde zu erheben und es über die Wolken zu steuern. Die meisten seiner Zeitgenossen gaben sich Ende des 19. Jahrhunderts damit zufrieden, dass dies wohl ein Traum bleibt, nicht aber Lilienthal. Mit seinen Segelflügen von 1891 an schrieb er Luftfahrtgeschichte. Auf der ganzen Welt eiferten damals wie heute Flugschüler seinem vorbildhaften Pioniergeist nach. Welche Überlegungen diese Genie bewegten, können Sie im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam nachvollziehen. Vom Flügelschlaggerät bis zum Hängegleiter. Als erstes Museum Ostdeutschlands überhaupt erhielt es für seine innovative Ausstellung den European Museum of the Year Award. Wohl auch dank einzigartiger Exponate, zum Beispiel die einzige erhaltene Wanddampfmaschine Lilienthals. Wie man daran sieht, verdanken wir Lilienthal weit mehr als nur Flugzeugtechnik. Wussten Sie, dass auch die Baukastensysteme von Lego und Co. auf ihn zurückgingen? Ein im wahrsten Sinne des Wortes bewegtes Leben zu erleben im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam. Höhere Schlichtheit zeichnet seine Werke aus. Zumindest wenn man Heinrich Mann glaubt. Der Bildhauer, Schriftsteller und Zeichner Ernst Barlach lebte fast sein gesamtes Leben in Mecklenburg und er lebte die vielleicht schicksalsträchtigsten Jahrzehnte Deutschlands. Von 1870 bis 1938. Die Zeiten prägten ihn. Von seiner ersten bedeutenden Plastik an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste zu Dresden bis hin zur unfreiwilligen Teilnahme an der Ausstellung Entartete Kunst in München. In Güstrow erschuf der Expressionist sein Hauptwerk, suchte das Neue im Vertrauten. Das Ernst-Barlach-Museum Güstrow ist der Ort, an dem man diese Schaffen anhand einzigartiger Exponate und Zeichnungen nachempfinden kann. Willkommen im größten schwimmenden Museum Deutschlands. 10.000 Tonnen Fracht fuhr die Dresden, ein DDR-Motorfrachtschiff, vom Typ Frieden bis 1970 über die Weltmeere. Heute beinhaltet es mindestens ebenso viele museale Schätze. Gehen Sie mit dem Schiff auf die Reise in die Vergangenheit des Schiffbaus. Vom slawischen Einbaum bis zur industriellen Serienfertigung. Mächtige Hochseefangschiffe, stolze Passagierkreuzer, schnelle Marineboote und vieles mehr bilden das ganze Spektrum maritimer Geschichte ab. Dazu die Marinefliegerei in Rostock, die den Weltkriegen Forschungsmotor und Schrecken zugleich war. Der erste Düsenjäger weltweit startete in Rostock. Auch die weit zurückreichende Geschichte der Hanseestadthäfen Stralsund und Wismar wird dokumentiert. Für die jüngeren Besucher gibt es außerdem viele Exponate zum Anfassen und Ausprobieren. Neben maritimen Exponaten ist natürlich auch die Dresden selbst ein besonderes Ausstellungsstück, das original erhaltene Räume wie Kommandobrücke und Maschinenraum bereithält. Es gibt jede Menge zu entdecken. Aus einem Besuch im Schifffahrtsmuseum Rostock wird schnell ein tagesfüllender Ausflug. MV1. Mein Land, mein Sender. Liebe Zuschauer, das war unser MV1-Magazin für diese Woche. Wir würden uns freuen, wenn Sie natürlich auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Diesmal haben wir Sie aus Bad Klein begrüßt. Im Hintergrund das herrliche Panorama des Schweriner Sees. Bleiben Sie auch jetzt dran, denn gleich im Anschluss sehen Sie natürlich wild Geschichten aus dem Natur- und Umweltpark in Güstrow mit meinem Kollegen Nils Hansen. Bis zum nächsten Mal.